Ja, wir wollen gerne Milch bei Blazing Power, weil das in der Nähe ist. Wir würden unsere Bauern auch unterstützen. Ja, und Milch schmeckt auch sehr lecker, ist lecker wie im Laden. Sie hat frische Milch unbearbeitet. Das gefällt uns. Ja, der Herr vor mir, der hat 6 Liter Milch gekauft. Das reicht für seine Familie für 2 Tage, denn er hat 10 Kinder. Und da er ja 10 Kinder hat, hat er einen Busführerschein gemacht für seinen Splinter. Denn sonst hätte er ja nicht in Urlaub fahren können mit seinen 10 Kindern. Mittlerweile läuft jetzt die Milch. Welche Milch ihr trinkt? Von glücklichen Kühen oder von Kühen, die vielleicht in einer Massentierhaltung groß geworden sind? Jeder darf sich das überlegen. Macht es einen Unterschied? Jeder darf sich entscheiden. Ja, in der Tat habe ich Glück gehabt und den Konrad getroffen. Ja, vielleicht kannst du dich selber vorstellen. Genau, Konrad Adrian. Ich bin Geschäftspartner von Thomas Eichele. Und wir bauen hier seit 2017 Himbeere an der Enns, mehr oder weniger. Vorwiegend Sommer-Himbeere, das heißt, die reifen zwischen Juni und Juli. Und jetzt heute machen wir eigentlich den letzten Durchgang und die werden nur alles Verarbeitungsware geerntet, da die Qualität als Frischware nicht mehr entspricht. Für diesen Anbau zertifiziert oder gibt es da jetzt nichts Genau. Offizielles? Nein, wir zertifizieren seit 2018 unter dem Verband Bioland. Und ja, genau, da muss man einfach diese Richtlinie einhalten, Ja. die von Bioland vorgegeben werden. Ja, nun sehen wir die Zutaten vor uns. Die Himbeeren, die haben nur 17 Kilokalorien, aber sind sehr gesund. Sie haben die Ellagsäure, Anthocyanidine und auch Faktoren, die das Gefäßwachstum bei Krebs hemmen. Und das ist kaum vorstellbar. Die wichtigsten Medikamente, Antikörper gegen PEDGF, Platelet Derived Growth Factor oder VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, sind Ratiomermab. Die sind ähnlich dieser Inhaltsstoffe der Himbeere. Gut, dann natürlich auch Mineralstoffe, viel Ascorbinsäure, viel Kaliummineralien. Die Haferflocken kennt ihr vielleicht schon als Kind, der Haferschleim, wenn man am Magen und Darm irgendwie ein kleines Leid oder Übel hatte, dann war Haferschleim wirklich Not am Mann oder am Baby. So, dann der Magerquark. Wir sehen ihn hier, der hat etwa 50 Kalorien auf 100 Gramm. Wir haben ein wenig Leinöl. Das könnte Kalorien schon 50 sein, denke ich mal, aber einen sehr hohen Linolingehalt. Wir haben die. Angenommen, du hättest nicht die zeitlichen Ressourcen, dir Milch von glücklichen Kühen zu kaufen oder Himbeeren aus dem Bioland. So wäre deine Alternative, in den Discounter zu fahren und ein Fertigprodukt zu kaufen. Zum Beispiel hier ein Früchte-Hafermüsli. Das wäre natürlich auch leider eine Möglichkeit, den Verpackungsmüll zu steigern mit Produkten ready to eat. Außerdem ein kleiner Hinweis: Im American Journal of Clinical Nutrition, veröffentlicht im Juni 2022, wird darauf hingewiesen, dass ultraverarbeitete Lebensmittel ein Indikator für die Sterblichkeit sind. So, wir haben jetzt also das fertige Hafermüsli-Produkt, aber statt 40 Gramm Haferflocken in dem selbst zubereiteten Müsli sind hier nur 50% Haferflocken. Das heißt, der Träger für die Vitamine, für die Spurenelemente, für die Mineralien sind hier nur noch zur Hälfte enthalten. Dafür haben wir aber jetzt
25 Gramm Kohlenhydrate. In den Haferflocken waren es nur 4 Gramm und davon Zucker 0,4% in den natürlichen Haferflocken. Hier im Vollkornprodukt sind dann aber 9 Gramm Zucker. Die rechtlichen Vorgaben für die Zutatenliste sind so, dass der Hersteller verpflichtet ist, die einzelnen Anteile gemäß ihren Gewichtsanteilen aufzuführen. Damit der Zucker nicht an erster Stelle steht, teilt man nun die Zuckerstoffe in bekannte 70 unterschiedliche Bezeichnungen und Zusammensetzungen auf. Wir können uns natürlich in Anführungszeichen noch mehr Gutes tun, wenn wir uns für das Knusper-Joghurt-Himbeer-Hafer-Müsli entscheiden. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir sogar Himbeeren in diesen 40 Gramm Knusper-Joghurt-Himbeer-Hafer-Müsli. Wir sind also beim Knusper-Joghurt-Himbeer-Hafer-Müsli. Die Produktinformation lautet: Knusper-Vollkornmüsli mit 2,5% Magermilchjoghurtpulver und 1,5% Himbeer-Crunches. Die Himbeeren werden mit Magermilchjoghurtpulver bestreut, sodass sie dann etwas knuspriger schmecken. Insgesamt finden sich schon hier und da mal Himbeeren in der Packung, wie ihr eben gesehen habt. Das Produkt wird mit 30% weniger Fett beworben. In den normalen Haferflocken findet sich etwa 4% Fett. Hauptsächlich auch ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel die Linolsäure, zweifach ungesättigt, man nennt sie auch Omega-6-Fettsäure. In dieser Packung finden wir Palmöl. Und was wir noch finden, ist dieses Zertifikat. Das ist ein Roundtable of Sustainable Palmöl, also ein Zertifikat, was auf Drängen des WWF gegründet wurde. Und in dieser Organisation finden sich Hersteller, es finden sich industrielle Abnehmer, Plantagenbetreiber, aber auch Investoren und Banker. Ja, und der Hersteller oder die Landwirte, die müssen sich dann dieses Zertifikat auch erkaufen. Reich an Ballaststoffen, das sind 10 Gramm, die Haferflocken haben 10 Gramm Ballaststoffe. Und jetzt kommen wir auf die Zucker zu sprechen. Die Zucker, das sind zum Beispiel Haushaltszucker, Rübenzucker. Das besteht aus Glucose, auch Dextrose genannt. Es gibt also sehr viele Bezeichnungen. Wir sprechen über Haferflocken und über das morgendliche Müsli. Und das Gesunde daran sind die Haferflocken. Normale Tagesportion 40 Gramm. In dieser Packung Knusper-Joghurt-Himbeer-Hafer-Müsli sind aber nur 38% Haferflocken, das heißt nur 16 Gramm statt 40 Gramm. Dafür aber jede Menge Zucker. Zucker führt zu einer starken Insulinausschüttung. Insulin senkt den Zucker. Dann werden wir müde. Dann werden wir schlapp. Außerdem kriegen wir wieder starken Hunger. Das heißt, die gesunde Wirkung der Haferflocken wird durch die Zugabe unglaublicher Zuckermengen unwirksam gemacht. Wir tun uns nichts Gutes. Haferflocken, selbst hergestellt, mit Quark oder mit Joghurt. Dadurch werden die Eiweiße besser resorbiert. Ist absolut gesund. Wenn wir dann noch ein bisschen Rapsöl dazu tun, wunderbar. Die richtige Mischung der Fettsäuren. Kerngesund. Ja, vielleicht dann noch einige Himbeeren und nicht nur, ja, vielleicht
5 Crunchies oder 10 Crunchies, die man kaum schmecken kann. Durch das Magermilchjoghurt hat man allerdings den Eindruck, man isst etwas Gesundes. Und ob man das wirklich tut, das müsst ihr entscheiden. So, die Zucker auf dieser Packung werden genannt Glucose-Fructose-Sirup, Dextrose, Glucose-Sirup, modifizierte Stärke, das ist Stärke, die industriell bearbeitet wurde, durch Säure, durch Alkali, durch Oxidation, da gibt es viele Möglichkeiten, dadurch wird die Stärke hitzestabiler, säuerungsresistenter und so weiter. Also es hat viele Vorteile. Dann gibt es noch den Invertzuckersirup und Invertzucker ist eigentlich die Auflösung des Haushaltszuckers. Also genau das gleiche mit einer anderen Bezeichnung. Dann haben wir noch Gerstenmalzextrakt. Auch das ist im Prinzip reiner, wertloser Zucker. So, das wäre ein Beispiel, warum es wichtig wäre für euren Körper, also nur für euch, die Entscheidung könnt ihr treffen, wichtig wäre, bewusst einzukaufen und zu wissen, was man isst. Und was ihr esst, ist absolut eure Entscheidung. Da will ich keinen bekehren, aber ihr solltet es wissen, was ihr esst.